Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren düsteren Atmosphäre hier, wie man anhand dieses Titels, was bei mir schon einen gewissen Grusel hervorrührt, einfach nur sagen kann. Und zwar SCP und wir spielen den Ablenker Containment Breach, weil was, zumindest finde ich das so, finde ich, das ist der schlimmste Ableger eigentlich von dem ganzen SCP-Scheiß. Ja. Und deshalb habe ich mir eigentlich gedacht, ja, das hat mir meine Ansage kaputt gemacht, dass ich das nicht alleine mache, sondern da hole ich mir einen Experten her, ja. Hab dann keinen gefunden, hab also irgendeinen von der Straße wieder mal aufgegabelt. Dummerweise habe ich den schon mal hier gehabt und deshalb kennt ihr den schon alle. Und zwar sitzt hier von der Wonder Donut Company wie immer der Draco. Nein. Hier auch nicht der Draco. Der hat's nicht geschafft. Der ist blöd. Also auch bei mir hier der Tobik als Ersatz. Wie immer. Na. Ist das leicht beleidigt? Nein, aber ich habe Angst vor dem Spiel. Das ist einfach so, wir haben uns das auch schon gerade eben... Da, wenn ich das rechts unten hier schon sehe, gell, hier. Ja, das ist... Ja, okay. Kann halt eigentlich richtig Bock auf das Spiel und deshalb spielen wir es auch im Hellen, weil wir haben schon Angst. Also, das ist einfach... Ich nenne mich... Du solltest halt reintippen. Ich nenne mich du. Okay. Mapseed. So, Nein, wir bleiben mal beim normalen Saving, komm. Okay. Ja. Wir freuen uns so. Freude. Da kommt richtig Freude auf. Ja, wir haben ja schon mal Let's Play auf... Hast du schon mal Let's Play auf deinem Kanal? Nein. Also wir haben... Also Wanted Donut Company hat's auf dem Kanal. Ich glaube, ich habe das da sogar gespielt. Ich habe mich einmal zu Tode erschreckt. Oh, das ist so ein Scheiß-Spiel. Da kam richtig weit, da kommt das Viech einfach voll um die Ecke einfach. Das denn ich... Ich frage mich gerade, wieso wir das machen. Ich weiß, wieso wir das gemacht haben, weil wir jetzt keinen. Aber dann bei mir Horror-Games-Liste durchgegangen sind und einfach festgestellt haben, da ist nichts Interessantes dabei. One Late Night geht nicht zum Aufnehmen. Und ich hatte jetzt keinen Bock, da noch groß Audiospuren zusammenzuschnippeln. Ja. Mit Audacity und. Wie heißt das wieder? Freecam? Nee. Oh nein, ich mag den Knopf nicht drücken. Ich mag Press den Knopf. Any Key? Nee, komm, wir vergessen die Tastatur. Wieso drückst du auch noch? Ja, das ist ein neuer Start. So nein, in die Intro-Sequenz überspringen wir nicht. Stopp, erstmal muss ich, glaube ich, die Notiz holen. Ich habe keinen Bock mehr, schon jetzt sehe ich. Können wir die Notiz bitte auch angucken? Wie guckt man das an? Nochmal? E? I? Escape? Nö. Wow. Rechtsklick? Was war das? Achso, ich habe geblinzelt, stimmt. Rechtsklick? E-I. Ich hänge mal kurz mein Handy ab, ansonsten. Ich tue es aber alle durchmachen. Ja, sag mal, wenn irgendwas passiert. Gerade eben haben wir geblinzelt. Wie blind? Da kann man doch nochmal extra blinzeln. Eben, irgendwie. Das war, glaube ich, gerade Leertaste. Gerade eben haben wir uns gerade. Ja, BASD kannst du dir. Ich habe auf X gedrückt. Auf Y getroffen. Nee, keine Ahnung. Das müssten wir uns aber angucken können. Hallo. Just follow me. We're authorized to kill any disobedient test subjects, so don't try anything stupid. Oh, Alter, ey. Komm mal, ich hab jetzt Blinzelstörung. Ich glaube, wir sollten da hinterher laufen. Ha. Tschüss. Wrong way. Get over here right now. Nee, wrong way. Die sagen es ja schon. Die laufen auch sehr schön. Ja, geh. Zu wie einer in die Hose geschissen ist. Darf ich hier lang? Nein. Alter, der guckt so doof. Was guckst du, hä? Probleme, hä? Hä? Hurry up! They're waiting for you. Dann spielen wir mal richtig hier, hä? Hä? Da war doch gerade irgendwas zu... Ah, das ist dieser Knopf dann. Oh. Hier, geh mal da durch, du. Geh mal da durch. I ain't in the mood for this shit. I have no problem putting a bullet in your head if Schade. You start cooperating. Wäre geil gewesen, wenn ich ihn ausgesperrt hätte können. Ich bin so schweigsam, weil ich schon richtig keinen Bock habe auf das Spiel. Aber ich kenne das Spiel. Also bei mir haben wir das Spiel anders gestartet. Ja, ich habe die... Immerhin kann ich dich überraschen. Ja, und jetzt? Überleg mal. Ich geh da nicht rein. Follow the instructions from the intercom and you'll probably be fine. Ich hab's gerade den Typen gar nicht zugehört. Aber wenn ich jetzt sehe ich das Viech schon. Attention all Class D personnel. Please enter the containment chamber. Müssen wir da rein?
T9341, enter the containment chamber or you will be terminated. Okay, ich geh dann mal, gell? We will be terminated. This is your last warning. You have 5 seconds to comply. Was passiert, Liz? Werde ich dann getötet von dem? 3, 2, 1. Subject D9341 designated for termination. Fire at will. You feel a burning pain in your right shoulder. Also, wir haben das zum ersten Mal haben wir es verkackt. Ja. Und wir waren noch nicht mal beim Monster. Okay, geht es? Jetzt müssen wir nochmal neu starten, oder was? Ja, scheiß drauf, oder? Achso, wir brauchen Namen. Das bin ich mal, ich. Ja, okay, toll, das war's. Toller Start. Ich wollte einfach nur mal wissen, oder wir? Hä, was ist das da hinten dran? Weiß ich nicht. Wir wollten einfach mal wissen, was passiert, wenn, wenn man da nicht reingeht, irgendwie. Nein. Der VDP macht ja gerade einen Ton lauter, das ist ganz fies, ey. Und jetzt wissen wir, was passiert, ja? Weil ich euch Erfolg hier. Wieso braucht das so Ewigkeiten? Ich habe eine SSD da drin im Rechner. Wieso braucht das so Ewigkeiten, Simla? Tja. Es ist nicht auf der SSD gespeichert. Genau, ich weiß, genau. Jetzt kann ich auch nämlich kleine, so eine kleine Ankündigung machen, ja? Wir schicken das Ganze zu Kaki Leo Mystery, ja? Achso, es geht los, scheiße. Jetzt muss ich wieder Y. Pick up the paper on the desk und tap. Ah. On behalf of the SCP Foundation and our staff, we welcome you to an exciting one more. We've got some work for you. Ich seh dich nicht. Please step out of the cell. Ich steh irgendjemand, ich seh den irgendwie nicht. Okay, also hat sich einer durchgelesen. Yes, follow me. Aber hat sich einer durchgelesen? So don't try anything stupid. Guck mal, wie doof der ist. Hä? So ein Depp. Tschüss, ich geh da schon mal vor, gell? Kommt hier? Okay, wir sind frei. Wow, Alter, jetzt hab ich mich schon. Ich erschreck mich schon bei denen, Alter. Secure Contain Project. I ain't in the mood for this shit. I have no problem. Zu laut. Ach, leiser. Ich sag's. Mann, man hört gar nicht. Ja, ich bin schon drin, du Arsch. Boah, guck mal, die sind alle so Ballonköpfe. Oh nö. Ich hab keinen Bock dazu. Please approach SCP-173 for testing. So, und jetzt müssen wir sofort raus, das weiß ich noch. Ja. There seems to be a problem with the door control system. The door isn't responding to any of our attempts to close it. So, please maintain direct eye contact with SCP-173. Jetzt weg hier. Weg hier. Null Bock. Durchlaufen, oder? Ja, aber ich glaube, da waren gerade Items, aber egal. Weg hier. Weg hier. Wie ist das immer? Ist gerade gestorben? Ich war da irgendeine elektrische Barriere? Ich glaube, wir müssen da irgendeine elektrische Barriere vorher abstellen, kann das sein? Ja. Och man. Oh, New Game, Moment, enable intro sequencer, sind wir immerhin sofort gleich drin. Und wie wär's jetzt mal? Wir sagen mal, ich, du, machen wir doch mal die. Ja. Die, okay. Sebef. Oh, Alter, toll, das geht ja. Das ist schon ewig. Also das einzige Mal, wo wir uns erschrocken. War als die Typen um die Ecke da kamen. Wenn man sich da schon erschreckt, Alter. Toller Verlauf. The acronym SCP stands for Special Containment Procedures and the international motto of the Foundation's Secure Contain Project, which sums up both the goals and methods of the Foundation's actions. Aha. Kannst du es übersetzen? Nö. Hä? Fuck it, wieso ist es dunkel? Fuck, Alter, wir sind schon im Spiel drin, Alter.
Scheiße! Weg! Weiter, weiter, weiter! Weg! Alter, warum sind wir jetzt schon im Spiel drin? Schneller! Ich hab Angst, dass der da steht. Weg! Da stand's nämlich! Echt jetzt? Ja! Lava nicht! Nein! Ist die Maschine schon in dem Raum? Zu. Ich hasse den Raum, Alter. Ist der mal, bist du an dem schon mal vorbeigekommen? Ich glaube nicht. Alter. Noch steht's nicht drin. Ja. Muss mir da irgendwo draufdrücken? Alter. Ja, da. Und dann da rein. Steht nicht drin, gell? Noch steht's nicht drin. Warte einmal blinzeln. Alles klar. Scheiße. Und jetzt? Wir haben verkackt. Wie kommt man hier raus? Gar nicht. Fuck. Wir kommen gar nicht mehr raus, oder? Wir haben verkackt, oder? Super. Was machen wir jetzt? Kann uns das Viech mal töten oder so? Kommt ja nicht rein, wir sind im geschlossenen Raum. Fail. Und jetzt? Safe and quit, quit. New game. Reload. Den können wir ja machen, aber ich glaube, wir kommen nicht weiter. Oh je, das ist ja. Alter, das ist ja voll. Gibt's ja eigentlich ein Ende von dem Spiel? Ja. Hast du es schon geschafft? Nee, habe ich im Internet gesehen. Alter, ich schaff doch sowas nicht. Ich schmeiß mich da schreiend den Balkon runter. Die Realität stimmt halt, der Friday Pair, nehme ich wirklich einen Balkon. Oho. Oh. 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 Völlig übersteuert wahrscheinlich, aber. Wir sehen's ja. Guck mal da drüben. Oh, es geht schon los wieder, geil. Wow. Fuck it. Na, das ist ja super. Ja, das ist voll nett jetzt und jetzt toll, geil. Das bringt's. Hallo, was soll ich mal blinzeln? Naja, wir sind das so oder so tot. Geil. Nochmal. Super. Und jetzt ist es nicht da. Perfekt. Ja toll, jetzt sind wir wieder. Kommt man da irgendwo ran? Ist da irgendwo ein Lüftungsschacht? Können wir jetzt jumpen, springen? Kann ich mich hier töten? Nö. Kommt da raus? Oh, das ist ein. Aber wie? Kann man hier springen? Leertaste vielleicht? Ja, nee, Leertaste blinzeln. Ist ja blinzeln. Shift? Renn mal, Shift ist nicht rennen, oder? Doch, Steuerung ist drücken, da müsste Shift rennen sein. Ich schätze, wir müssen nochmal von vorne beginnen. Quit. Nein, das bringt's auf, nicht. Alter, das bringt's nicht. Du tust nur unnötig die Sendezeit in die Länge ziehen. Alter, aber ja, was, das gibt's doch nicht. Das ist doch voll doof jetzt irgendwie. Jetzt wissen wir auch nicht. Was machen wir denn jetzt? Braun Kack. Oh Mann. Und die Musik ist so. Ich hasse die Musik allein schon. Ja. Das Bild da unten passt gar nicht dazu, irgendwie, finde ich. Das sind, glaube ich, die Typen, wo gerade abgeknallt wurden von dem Viech. Wow! Ja, Fail, oder? Das war mal ein Fail! Alter, ich habe mich erschrocken! Alter! Alter, das ist für kacke Musik, Alter. Alter. Das war ja perfekt, oder? Alter, jetzt kommt, Sie? Sie. Alter.
Denk dran, es geht direkt los. Wir haben die Intro-Sequenz. Magst du mal spielen? Nein, du darfst ruhig weiter spielen. Ja, nach der Runde spielst du jetzt mal. Oh nee, fuck it, nein, ich kann das nicht. Boah! Hilfe! Das Spiel ist schlimmer als Slender. Ja klar ist das Spiel schlimmer wie Slender. Beim Slender rechnest du damit, aber bei dem Viech rechnest du zwar damit, aber du erschreckst dich noch viel mehr, weil das Viech kann sich ja vor deinen Augen teleportieren. Und vor allen Dingen, beim Slender hast du ja die Chance, nicht hinzugucken und allem drum und dran. Oh nein. Denk dran, es ist sofort dunkel. Oh je. Rein und jetzt schau mal in die Lagerhallen. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Jetzt weg da! Da war, glaube ich, das Viech. Weiter. Das Spiel ist. Alter, da kommt man ja fast nicht durch, Alter. War da irgendwo ein Schalter oder so? Na super. Das war nein, mal wieder. Wir haben Load Game, nein. Jetzt haben wir sie. Er. Boah, Alter, zu wie vielen mal laden? Ah, du bist! Ach nee, scheiße! Ich hab schon gedacht, du hast es vergessen. Ach man. Wahrscheinlich funktioniert's jetzt. Oh Gott, jetzt. Och, Alter. Ach nö. Jetzt bin ich auch noch dran. Es ist so ein Psychospiel. Ja. Ich werde mich so erschrecken, weil ich am so scheiße an, weil ich an dem scheiß Keyboard hier hocke. Am Keyboard. Oh, Alter, ich. Ist so. Also. Falsche Richtung! Hast du das jemals schon mal gespielt, das Spiel? Ja, ich hab schon mal gespielt. Gasmaske bitte. Alter. Na, wie ich. Ich darf das Ding nicht drücken! Nein! Wie macht man das Ding zu? Mit da draufklicken. Ja, ich näher ran, näher ran, näher ran. Echt, hier kann man auch durch. Nee. So, und jetzt geh hin, drück auf den Knopf und renn voll durch. Nein, ja, auf den Knopf da drücken. Nein, lass mich nur kurz, ich bin ja noch am Üben. Das Vieh steht ja noch nicht da. Nee. Was kommt eigentlich danach? Ich weiß es nicht, irgendein anderer Raum wahrscheinlich. Es ist da, oder? Da war's doch gerade, oder? Stand es nicht gerade da? Mach mich jetzt nicht noch verrückter, wie ich sowieso schon bin. Okay, dann geh rein. Und los geht's. Durch. Bams! Puh. Und was jetzt? Ja, jetzt rechts weiter. Rechts weiter oder geradeaus? Rechts geht's weiter. Ja, da kann ich gar nicht durch, du kommst schon noch rechts durch. Och Mann, ich hab keinen Bock! Ich hab so keinen Bock, weil da steht das Viech garantiert vor uns. Scheiße. Ein Entchen? Schau mal aus WC? Nee. WC ist immer schlecht, Alter. Wo sind wir hier? Boah, ich weiß es nicht. Ich lese es nicht, Alter, das dauert viel zu lang. Ich lese es nicht. Nein, scheiße, das ist ewig hart. Das stand da an der Seite, Alter. Saublöd, aber wir sind weiter. Oh, reicht das im Moment für eine Folge? Ja, ich glaube schon. Wir spielen es mal wieder, Leute, gell? Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Das haben wir. Was haben wir jetzt durch? Du, ich, er, sie. Wir müssen noch S. Ne, wir machen jetzt noch S. Ja, okay, dann machen wir noch S. Jetzt machen wir noch S. Ja. Du, ich, er. Nein, du, ich, die, er, sie haben wir jetzt bis jetzt. Nein, du, ich, er, die. Nein, du, ich, die, sie, er. Und jetzt kommt S.
Und ich werde daraus sehen kommen, dass wir das ewig brauchen, bis mit dem Alter rechts unten. SCP-106 causes accretion effect in all solid matter it touches, engaging a physical breakdown in material several seconds after contact. Was sagt das? This is observed as rusting, rotting and cracking of materials and the creation of a black... Oh je. Ach Mann! SCP-106 kann durch festes Material, wahrscheinlich durch, ja. Und es wird sammeln, Catcher ist er sammeln, und töten seine Gedanken, nein, sein... Ja, es tötet beten, halt die anderen. Assume to personal pocket dimension. Also, los geht's. Ach man, falsche Richtung, nicht wahr? Nein, schon wieder falsche Richtung. Ich sag ja, falsche Richtung. Alter. Durch hier. Alter, ich hasse sie reden. Man kann doch. Hey, Moment mal, wir haben doch eine Gasmaske. Gerade aufgesammelt. Nein. Und was jetzt? Das ist jetzt deshalb. Oh, scheiße, die Tür ist offen. Fuck, was ist hier? Ja, super. Scheiße, nein, renn nicht so. Ansonsten bist du ganz schnell bei dem Viech. Oh shit, oh shit. Es wird immer besser. Das war's doch, oder? Ich weiß es nicht. Was machen wir jetzt? Wir hocken hier in der Falle. Das ist auch so ein Testraum, oder? Wahrscheinlich. Was kann ich jetzt machen? Wir hocken hier in der Falle. Geh wieder raus. Ja, das bringt eh nichts. Was steht da? Was steht da, guck mal? SCP-370 Object Class Eclued. Nachher ist da noch irgendwas drin, weißt du, wenn du jetzt reingehst. Irgendwo ist eine Tür aufgegangen. So eine große Tür. Wir können mal ganz kurz in unser Inventory schauen, weil hier scheint es ja anscheinend nicht reinzukommen. Ja. Wir blinzeln auch nicht während dem Inventory. Ja. Wir haben eine 9-Volt-Batterie, wir haben ein Dokument SCP-173, wir haben eine Gasmaske und wir haben ein Dokument SCP-372. Was ist die Gasmaske? Können wir irgendwas mit da machen? You put on the gas mask. Wow. Steht's da irgendwo? Nee. Nee, aber mit der Gasmaske können wir, glaube ich, durch solche Räume, wo da so Gas durchströmt. Ja. Ich kann mir nochmal kurz schauen. Wir haben eine Batterie. Kriegen wir wahrscheinlich noch eine Taschenlampe? Ja, mit Sicherheit irgendwie sowas. SCP-173. Haben wir das Dokument gefunden und 372. Ja. Ich sage, wieso? Glied. Na gut, es ist irgendwie langsam. Aber es ist geschwärzt, so. Was machst du? Ich habe noch einen Safe und Quit gemacht. Warum? Damit wir gespeichert haben. Ja, jetzt kommt das Viech hoffentlich nicht. Na gut, dann tun wir das zweite Mal. Laden wir weiter nieder. Und selbst wenn, dann von mir aus, dann rennen wir wieder durch. Das Problem ist aber, ich kann ja nicht kontinuierlich durch. Ich saß ja hier fest. Ja. Wir brauchen eine Masterkey. Und eine Masterkey haben wir nicht. Ja, guck mal, vielleicht, dann lauf halt mal zurück. Ja. Wieso muss ich jetzt eigentlich dran sein mit Spielen? Ich 6-mal oder so hintereinander gespielt. Der Ladebildschirm von diesem Ding ist super. Was ist das eigentlich? Hm? Was ist das eigentlich da unten? SCP-895, das ist das nächste Projekt. Mit einer Reichweite von 5 Metern kann SCP-895 schwere psychologische Traumen und Hysterie bei den meisten Testsubjekten hervorrufen. Ja. Ja, das hat sogar mitgespeichert.
Wo stehen wir? Das Viech ist nicht da. Ja. Geil. Sollen wir überhaupt in den Raum da rein? Geh mal da rein. Wir haben ja gespeichert. Ist nur eine Testkammer. Wir müssen da durch. Ja. Also. Und zurück. Oh, fuck it. Och, Mann, ey. Was ist? Ich hasse solche Räume. Sehr hell. Alter, was war das für Musik eigentlich gerade? Weiß ich nicht. Ich möchte es aber eigentlich nicht rausfinden. Oh, nein, Alter. Hä? Hier geht's runter. Da stand aber nix. Doch, das stand da. Ich hab's gesehen. Ganz kurz stand's da. Alter. Es reicht erstmal. Wir machen nächstes Mal da weiter. Okay? Oh, ja. Wir haben ja abgespeichert. Ja, ja, ja. Ich bin dafür. Oh, lecke, Alter. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ich bin gerade am Game hier. Also, ciao, Leute. Du hast, du hast nicht nur die Anmoderation verkackt bei diesem scheiß Spiel, du hast auch die Abmoderation verkackt. Ja, ich weiß. Also dann, ciao. Wiedersehen. Ohne Gähnen.